Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Jawohl. Letzte Folge haben wir angefangen hier im Spiel. Sind uns schon durch die ersten vier Level gehüpft. Also Bonus-Level hier mitgezählt. Machen weiter mit dem Level Hochseilgarten diese Folge. Und mal gucken, wie viele Folgen, wie viele Level wir einfach hinbekommen. Wenn wir so bei halb Stunde bleiben. Mal so drei, vier, wenn wir auch immer hinbekommen. Ich weiß, es ist echt knifflig, an die Kleinigen der Geschichte, an die Lumpen der Geschichte anfangen zu kommen. So, Murphy ist auch wieder dabei. Hat ja gut geklappt. Danke, Murphy. Ja, Murphy, das ist ein Problem an diesem Port. Bei der Video ging es halt easy. Hier lässt Murphy einfach zu, dass es mich frisst, anstatt an dem Auge zu kitzeln. Ja, kaum sind zwei Totenköpfe kacke schon das erste Mal. Ich habe mir gesagt, ich bin kein Profi darin. Wo komme ich denn da oben nicht lang? Die Münzen sind halt immer ein bisschen wichtig. Sollen die, glaube ich, was sagen? Hier machst du es dann wieder. Was hat mich da jetzt umgebracht? Wasser oder was? Sollten wir besser nicht durchschneiden. Noch so wenig wie. Das hier. Ja, das erste Mal, dass mich so einer gekillt hat. Schon wieder richtig ab, wo es ja eigentlich kann. Naja, das weiß ich alles für Dummes tut. Tja, was man nicht alles für Dummes tut, sterben unter anderem auch. Oh, wieder falsch eingesammelt. Warum zum Donner? Ich müsste hier sterben. Warum zum Donner lässt Rayman einfach das los, obwohl ich nichts gesagt habe? Naja, ich hoffe, die Dummes, die ich jetzt hier verpasst habe, brechen uns nicht gleich das Genick im Levelende.
Oh, das hat sehr gut funktioniert. Überlegen, wie ich das jetzt mache. Also der Clou ist, glaube ich, da Raymond. Ich stirb, wenn wir es einsammeln. Genau so. Gerade noch so geschafft mit den 600. Ich glaube, hier ist aber nur Toven, wenn er runterspringt. Gut, wir haben alle. Das heißt, die verpasste Loot war nicht so schlimm, wie ich dachte. Schon ein bisschen mehr freigeschaltet. Das war die Generalitätsstufe. Eine Tür. Das erste Oceans Level. Kommen wir gleich mal vorbei. Genau. Kommen zurück zu den Ursprüngen. Hier findest du 5 neue Welten mit vielen neuen Gemälden und haufenweise kleinen, die gerettet werden sollen. Genau. Noch mehr Kleinlinge, weil, wie gesagt, das sind die Origins Level. Nicht alle Level aus Origins sind hier im Spiel, nur die besten. Wie gesagt, das sind nochmal hier 5 Welten. Also, ihr seht, wir haben viel zu tun. 100% wollen, erst recht. Dafür nicht 100%, aber viel zu. So, das erste mit 3 Treibsand. So wie es aussieht, wie ein Rennlevel. Nein. Ah ja. Die bösen Kleinlinge. Nein. Arme Kleinlinge. Ja, Lums. Und zerquetscht. Oh Gott. Da war ich wieder richtig schlecht. Come on.
Ja, ich muss mich mal kurz zerquetschen lassen. Weil da habe ich gar richtig verkackt. Nein! Kann ich richtig landen? Das kriegen wir nicht. Als ob. Ich sage jetzt, dass dran kommen soll, bitte. Da muss ich mich schon mal schlagen lassen. Mist, aber war das gerade bis dahin sehr gut gespielt. Ja, ich glaube, hier war der Fehler. Ich darf hier nicht abspringen. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube auch. Ich merke schon, warum das hier drei Toten gebracht. Ja, haben wir einen Hit drin. Sehr knifflig gesetzt bis jetzt, gebe ich ganz offen zu. Aber wie gesagt, es wird ja noch nicht so einfach. Das war eine Herausforderung sein. Kniffiges Level, aber es haben wir geschafft. Das zählt. Ich muss auch sagen, dass gerade momentan mein Jump'n'Run-Skill ein wenig eingefroren ist, weil ich schon seit Jahren keins mehr gespielt habe. Langsam mit Rayman ein bisschen warm werden, weil ich möchte auch auf jeden Fall noch Mario Ball Let's Playen. Fehlen 7 Kleinlinge. Aber macht nix. Machen wir weiter. Sushi ist mal einen Drachen. Ist das nächste Level? Juhu.
war das blöd. Ich hab halt die Spikes nicht gesehen. Nice. Ja, das meinte ich mit, müssen wir kurz überlegen, was man drückt. Ich wollte auch die Loops nicht verpassen, weil ich dafür viel zu viele bis jetzt schon verpasst habe. In den anderen Leveln. Diese aufgeladenen Attacken gab es ja auch noch. Der Moment, wo man sich erspringt. Ja. Ich verstehe aber auf jeden Fall, warum manche Leute keinen Jump Run spielen können, weil ich manchmal schon ein bisschen Frust aufbaut. Aber ist ja normal, dass man keinen Jump'n'Run spiele. Ich spiele Jump'n'Runs gerne, bin aber, wie man schon merkt, kein Profi darin. Aber das muss man ja auch nie. Ich habe auf diesem Kanal nie die Ambition gehabt, Roleplayer zu werden. Ich mache das jetzt am geschicktesten. So war das richtig. So war das richtig. Hüpf, hüpf. Da war ich zu langsam. Ah, ich hatte diesmal die Münze vergessen. Nein, das Kleinling. Okay, das war nix. Ja.
Was ein Stress. Wieder. Ja, erstmal eine totgelaufen. Manchmal ist das Rennen doch keine gute Idee. Nö, haben uns erst Kleining verpasst. Ich weiß nicht wo. Naja, wie schon gesagt, machen wir jetzt mal noch einmal und alles, was wir nicht haben, kann ich am Ende ja immer noch offscreen machen. Oder euch auch noch kurz mal zeigen immer. Aber daher fehlt uns ja ein Kleinling. Naja, bisher fehlt uns nur ein Kleinling und ein paar Lumen sind im einen Level, also gibt Schlimmeres. Nein, fehlt uns tatsächlich. Ah ne, der König. Der fehlt uns. Okay. So, Lysia haben wir jetzt reingeschaltet hier. Katakombenraserei. Das ist ja ein schnelles Level. Murphy nerven halt, weil wenn er einmal blöd druckt, kann man halt gleich verkacken. Eine Freitod, wenn man verkackt. Da hätte ich doch einfach nur springen müssen. Ich tue die manchmal. Also einfach nur gehen lassen müssen. Manchmal springe ich einfach zu viel rum. Und bezahlt es dann. Bin sich gewohnt, dass immer alles automatisch geht. Ich will immer jumpen. Deswegen ist es halt nochmal so, dass es so ist. Dass es automatisch geht. Hier zum Beispiel, wisst ihr, ich bin da gejumpt. Ich habe Rayman machen zu lassen. Hier war es nur kontraproduktives Drücken, also da habe ich mir den Reflex, es zu drücken, wisst ihr? Deswegen hasse ich diese Murphy-Level, ehrlich gesagt. Weil, mehr, wenn es nicht nötig ist. Und da kam die Feuerwand. Reiche ich mal andersweise für die anderen Goldpokale bei den Loons. Ist aber echt schwer, hier 300 zu bekommen. Ja, ich bin die ganze Zeit noch wildenfrei hier.
Und der Kondobox haben wir jetzt auch. Okay. Letzte Level. Feuer-Olem. Also der Welt. Bonus-Level ist mitgezählt. So, Leute, da hat es mir gerade die Aufnahme komischerweise beendet. Gott sei Dank habe ich es noch gemerkt, sonst hätte ich das Level umsonst gemacht. Ich gehe deswegen nochmal rein. Es hat 4 Totenköpfe, es ist ein Bossfight. Ja, ich habe es zum Glück rechtzeitig noch gemerkt, bevor ich das Level beendet habe. Dann ist das nämlich tatsächlich nicht. Deswegen hat es auch nur 3. So. Wir können wieder ballern. Oh no. Dann schau mal drauf, aber Pechen kann ich mal was dafür. Genau das meine ich. Oh Mann, mit Runs habe ich echt mehr Pech. Sorry, Leute. Tut mir leid. Aber wie gesagt, Skill könnt ihr hier leider nicht erwarten bei meinem Let's Plays. Kommt aufs Genre ab, bei manchen habe ich Skill. Aber nicht bei Jump'n'Runs. So. Wo ich so gerne spiele. So, guck mal da. Ein Drache. Man kennt Jump'n'Run-Bosse. Immer schöne Sachen dodgen. Irgendwann kann man sie treffen. Der Soundtrack ist halt so gut, ne? Hier kann man auch mit Stehenbleiben lösen. So, dann komm mal her. Weil wir uns das Leben retten wollte. Ich bin zu blöd dafür. War. Gott sei Dank hat sie gespalten. Checkpoints sind nämlich, wie gesagt, flawless bei Ram. Hat er ja schon gemerkt bei meinen vielen Toten. In der zweiten Folge. Okay, hier geht's weiter. Ich bin auch gewöhnt, die Sprinttaste immer gedrückt zu halten. Und ich bin das Beste. Ich habe da mal Damage geboostet. Das war jetzt. Glaube ich nicht, wie ich es wirklich gut geplant hatte, aber mit dem Herz habe ich Damage geboostet. Das war mir jetzt immer egal. Nein! Ich muss sterben für das Kleinling. Was unten raus? Das denn? Wahrscheinlich gar nicht auf dem Fallschirm von ihm landen und fliegen, vielleicht. Na, nee, da überlebst du auch nicht. Das war auch die falsche Methode. Ah, jetzt haben wir es. Sehr gut. Nein, ich hätte oben bleiben müssen.
Gegenwehr leisten ist auch das Falsche. Naja, wir hatten ein Herz. Und der Drache. Nein. Also, es hier oben stehen. Aber nicht länger dazu. Ich will das Kazoo in den Soundtrack. Tja. Und er hängt fest. Ciao. Da wird wieder ein Beat raus. Könnt ihr ja schon denken. Gott sei Dank ist der abgeschossen. War der Herz bis jetzt. Aber hat er auch ein Ding mehr. Und hier war eine 100. So nötig. Gott sei Dank. Ich will so wenig wie möglich Level, nochmal machen müssen. Wenn ich da doch auf 100% Fahrt bin. Mal schauen, wir Castle Rock frei. Und das ist extrem cool. Das zeigen wir euch jetzt gleich nochmal für. Endesfolge. Ein Kleinling. Ich gehe mal die ganzen Dinge ab. Sogar eine Münze. Und hier haben wir noch einen Toast. Auch mal eine Münze. Okay, und hier sind halt die ganzen Türen, ne? Von den Welten, wo wir dann... Wir sind eigentlich wieder in der verbunden. Gut. Ich hoffe, ich kann euch die Herausforderung trotzdem irgendwann mal zeigen. Außer es hat die Server wirklich abgeschaltet. Das weiß ich nicht. Hier übrigens, das hier ist dann die Bonuswelt. Das heißt, wir haben jetzt schon alle Hauptwelten freigeschaltet, wenn wir wollen würden. 4 Kleinlinge fehlen uns hier. Mit einem Level, wo wir ihn nicht haben. Und zwar hier. Und das Bonus-Level. Und das machen wir jetzt nochmal als Abschluss. Castle Rock ist ein Musiklevel und ihr werdet sehen, was das heißt. Das ist extrem cool. Das ist die coolste Idee, die es jemals in Jump'n'Runs gab, in meinen Augen. Und Rainbow Legends ist halt länger. Da bin ich jetzt mal still für euch, Leute. Genießt aber und ich versuche es, so gut es geht, ohne Fehler zu machen.
Außer eine Stelle, fast flawless. Sehr gut. Ist halt einfach cool. Das ist Black Betty von Ram Jam gewesen, wenn ihr sie nicht erkannt habt. Nur in der Rayman-Version. Also von Abtropfer, du hast 5 Glücklose wirklich verdient. Und es fehlt nur ein einziges der Teen Z bzw. Kleinling. Unfassbar. Naja, das probieren wir erstmal frei. Hier ist es ein Level. Ich spare mir übrigens zuletzt auf. Hier sind Lumps. Mal Lumps. So, einer von diesen Robotern, würde ich es mal nennen. Und die sind schon so weit. Sehr cool, da würde ich sagen, wir haben abgeschlossen. Im nächsten Level dachte ich mir, spielen wir mal jemand anderen. Wir bleiben bei Rayman. Wir haben auch schon ein neues Rayman-Outfit, nämlich den Ritter, und den nehmen wir jetzt auch mal. So, ja, ist natürlich nur ein Kleiling. Aber eins am anderen, die werde ich dann irgendwann noch nachholen. Genauso wie bei dem einen Level, wo wir die Jungs fehlen. Aber wir sind schon eine ganz gute Statistik. Was Tode angeht, nicht. Aber was Sachen gesammelt angeht. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Und nächstes Level, nächste Folge machen wir dann weiter mit der zweiten Welt, nämlich die Zauberkröte. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.